Hallo und herzlich willkommen, ich wollte auf meinem Kanal begrüßen recht herzlich zur weiteren Runde NS 22 hier aus der Dichtal Version 2. Ja, Juppi, geht's euch gut? Ist jetzt alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. In der Folge machen wir heute, ich habe jetzt schon zwei Föder gemäht. Den dritten fangen wir jetzt zu tun. Liebe Sportsfreunde, dass wir die, für die Kühe was zum Essen bekommen. Aus der Außenansicht. Schön. Grüß Gott raus an meine Sportsfreunde, an die Großen und die Kleinen, an die neu dazugekommenen und die Veteranen. Schön, dass ihr den Weg zu mir in die Fichter Version 2 gefunden habt. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mit diesem Let's Play unterhalten. Genauso wie Grüße rausgehend an meine YouTube-Kollegen, die Jungs, die was hier bei mir verlinkt sind. Die machen alle absolut geile Videos, machen alle absolut geile Projekte. Schaut mal bei einer vorbei. Die lasst einen Daumen nach oben, ein nettes Kommentar. Würde mir und meinen YouTube-Kollegen natürlich helfen im YouTube-Algorithmus und es würde uns natürlich auch freuen, meine lieben Sportsfreunde und drinnen. Und wer Lust und Laune hat, der kann uns gerne abonnieren, die Glocken hier aktivieren, so dass, wenn es hier, wenn es auf unseren Kanälen was Nice gibt, nichts mehr Nice versandt wird. So, dann muss ich noch was anderes sagen. Das ist mir das letzte Mal aufgefallen, wie ich die Tiere versorgt habe. Ich habe da einen Kuhstall dazu gekriegt, und zwar bei einem Viehhändler. 20 Kühe, A800. Da haben wir 7 und da haben wir 3. Da braucht man nämlich auch nur etwas. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, hier entweder die Kühe zu holen oder zu verkaufen. Da bin ich ja noch bei mir am Handeln. Wenn wir es jetzt, können wir die von da aus. Nein, können wir da nicht von da aus nicht verkaufen, weil man kann da die Ausschiebe verkaufen. Kann man nicht, kann man nicht. Schade. So. Aber wahrscheinlich, wenn wir es verkaufen, dann haben wir Geld, weil im Moment. Oder ich hole es. Oder wir holen es uns in den Stall. Das können wir auch noch da, weil dann. Geben wir ein bisschen mehr Milch. Der Viehhändler war hier. Das sich das Tor kann ich öffnen, aber Brezel. Okay, wir haben Brezel gefunden. Zuerst nicht gesehen, wie wir hinten war. Tiermenü öffnen. Da kommen wir gerade. Seht ihr, ich rufe von hier aus. Viehhändler. Ich glaube, wir verkaufen dir. Jetzt sind da wieder 14.000. Dann brauchen wir da nicht umfahren. Schon haben wir 44.000 Euro beieinander. Ich glaube, dass das sinnvoll ist. Also, wenn man jetzt da das lang hin und her bringt, dann ist der Stall beim Vieh da hinten leer. Das ist mitgekauft worden, wahrscheinlich wie ich den ganzen Rand und das alles gekauft habe. Das heißt, wir brauchen nicht mehr viel, dann könnte man die nächste Produktion uns einverleiben. Ich würde jetzt mal so behaupten.
zu dem Feld, da kriegst du den Feld, zum Feld Karpfen. Nur mal. Lass mich ein bisschen nacharbeiten. Müssen wir schauen, dass wir eben von den Schulden nachher kommen. Der Dünger müssen uns schon wieder ein bisschen auszureißen in den nächsten Folgen. Ideen ein bisschen auf den Push. Da, da. Wenn wir rumfahren, ist ja wurscht. Man kann dann auch unseren Hof ein bisschen verschönern mit dem Geld. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Wir brauchen ein paar Unterstimmmöglichkeiten, aber in Produktion werden wir mal Mehl. Ein Bäcker, dann kann man mit Honig, Zucker arbeiten. Könnt ihr mal schauen, unsere Produktionen. Was können wir denn da machen? Kartoffeln, Schweinefutter. Nein, ah, da können wir nur Butter und Käse machen. Also die Bäckerei müssten wir kaufen. Vor der Bäckerei braucht man die Mühle. Also die anderen Felder habe ich schon abgemäht, also das habe ich gesehen im vollen Start. Das ist die. Jetzt schauen wir, was bis zum Ende des Tages das bringt. Weil wir können im Endeffekt, wenn wir Geld haben, dazu kaufen, wenn wir die Mühle haben, dass wir immer Mehl schön produzieren, weil was günstiges dabei ist, dann lasst uns voll kaufen. So, dann mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, meine lieben Sportsfreunde. Bis gleich. So, meine lieben Sportsfreunde, jetzt sind wir hier mit dazu. Wir haben am nächsten Tag, warum? Weil es hat Regen angefangen. Wäre hier beim Wenden war. Jetzt so mit den ersten Sonnenstrahlen habe ich geprüft. Es ist trocken. Wir machen jetzt das zusammen. Ich weiß, das ist da. Ich habe einen Arbeitsschritt übersprungen, aber ich habe ihn ja noch vor mir. Ich habe ja den noch. Ein Feld muss ich noch wenden. Da bin ich nicht mehr dazu gekommen, weil es eben, wie gesagt, Regen angefangen hat. Nein, man liegt jetzt gleich in der Früh. Da bin ich nicht so weit zum Feld, zum Traktor. Ich mache jetzt das gleich hier fertig. Ist ja egal, machen wir nochmal einen Arbeitsschritt so und dann so.
wieder mit der ganzen Krax. Ja, ein bisschen schwierig für mich mit dem Ding da rückwärts fahren, weil der hinten die zwei linken Achsen hat. Nicht, wie man es gern sehen möchte. Sammelanlage zusammen. Ich hoffe, dass wir nicht zu Einbußen haben. Die arbeiten wir echt ein dritter Traktor hier. Schauen wir mal, was haben wir denn als Angebot drin? Wir hätten ein bisschen Drescher drin. Mash. Sollten der Schneidwerk. So. Wir haben den da. Den 6 Meter Schneidwerk. Der Monsieur Rochelot. Da ist noch da mal mit dem der Seite. Egal, schauen wir mal. Oder Fünfer. Na dann. Bringt nichts. Ich möchte gerade das gerade ein bisschen sauberer nur zusammen sammeln. Naja, da gerade eine Spur rumgemacht. Jetzt ist da nur noch ein bisschen was übrig geblieben. Das Konto füllt sie, aber es nutzt nichts, wir müssen es auch wieder ausgeben. Wir müssen es ja wieder ausgeben. Durch die das ist da drüben machen wir nämlich zuerst dieses Feld fertig, weil dann können wir nämlich grün nämlich dann gleich dann mit dem Eisammeln anfangen. So, ein mit Start Parkkapelle, gell? So. Den Ding geht sehr schnell. Dann will ich mir überlegen, ob man nicht am Ende dieser Saison dies führt
um in den Süden in Ackerflächen. Wir schauen mal, weil wenn man jetzt oben, hier möchte um den Hof und man möchte ja die ganzen Wiesensachen machen. Aber schauen wir uns das gleich an. So gieß es gerade wieder. Der war der Fläche. Was Komma, was soll ich sagen, 1,56. 1,68. Ja, die könnte man jetzt gegeneinander tauschen. Die zwei könnte man gegeneinander tauschen. 1,3. Bei diesen Suwiesen. 0,98. Und 93. Ja, 89. Entschuldigung. Könnte man nämlich da die Soja nachher, wenn nach dem Abernten, auch Wiesen machen. Gerade jetzt umarbeiten, das bringt sich gar nichts bei. Auch mehr. Wir müssen jetzt zuerst die Soja auch da. Und dann müssen wir das auch für die Kapfen. Wir müssen das auch für die Kapfen. Jetzt müssen wir schauen. Wassermühle. Mal die Kapfen. Nein, die kommen nicht Kapfen. Trauben haben wir dann auch noch zu verarbeiten, das ist dann auch noch, was wir uns organisieren müssen. Und schauen, ob das in unserem Bauplatz noch reinpasst alles miteinander. Wir schauen nur mal, ich war happy ein bisschen nervig. Warum verteilt es das nicht? Ja, also gleich, dann haben wir da mehr Stoffpaletten, dann müssen wir da einmal dann hin und her fahren. Wenn es die nicht selber verteilt. Also gleich, dann haben wir da, dann oben habe ich gesehen, dass eine Wolle steht in der Nacht. Das Geld kriegen wir keinen Lastwagen zum Kaufen. So, da. Schreibst du es mal dazu, der was hier schaut, ob es ist, dann einmal das alles sehen wollte, also wir machen das mal komplett auf zwei, drei Parts, aber ich glaube eher, dass wir da
So, ne, ich setze aber auch ein bisschen mit dem Zusammenstückeln. Dies besser hinhaut. So, da. Kurzen Cut wieder und dann sehen wir uns auch gleich mit dem Audio wieder. So, meine lieben Sportsfreunde, jetzt geht's auf. Jetzt nehme ich hier wieder mit dazu. Jetzt mal die das Geld zurückgezahlt in den Kredit eingezahlt. Weil ich noch nicht ganz genau weiß. Also ich habe nachgeschaut, die Getreidemühle, die kostet um die 80.000 Nummer. Die Bäckerei kostet noch mal 60.000. Dann haben wir mal, sage und schreibe, 140. Sagen wir, dass wir im Plus sind, 150.000 Euro. Dazu, wenn wir jetzt dann da Soja angeerntet haben, dann hätten wir da noch mehr, dann hätten wir da noch mehr gute Wiesen dazu, dann hätten wir da noch die nächste Saison eigentlich ganz gute Karten, dass wir unsere Tiere richtig gut mit Armoe versorgen werden. Dann werden wir in der nächsten Folge, wenn wir wahrscheinlich eh schon das Weizen anfangen. Einfach mal die Wiesenwalzen schauen, was passiert. Da bin ich viel kaputt, okay, das wächst wieder nach. Das ist ein Gerät. Wenn wir diese schön pflegen, das ganze Zeug. Schreibt mal. Mal sind morgen den ersten Schnitt Silage groß. Aber ich werde jetzt die Donnerstadt kommen. Schmeißen wir das gleich bei die Kühe Nummer 1 rein, also bei unserem Hof. Setzen den Schmeiß oder nein, jetzt auch Karin. So. Die haben nur 10.000 Liter. Nächstes sind die an. Die Saar bringen wir dann um. Dann sind die auch versorgt da drüben.
So. Ich glaube, dass die Unfälle dann drescherfreundlich sind. Und für unsere Bienen, für unseren Honig, passt, sagt uns gut. Ach, den Honig kann oder nein, die Bienen, wie? Das könnte man zuerst dann, das könnte man in der nächsten Folge machen. Das könnte man auch noch machen, genau das. Die unterstehende Wissen halten. Hervorragend. Mal ein bisschen. Anna spielt mir heute. Zuerst Schwaden, dann Kreiseln. Aber man kann es einmal so machen, oder? Ihr seht, wie es ist. Ihr seht, wie es ist. Aber ich dachte so, wir belassen es dann mit der Folge. Ich werde jetzt dann nur das fleißig einsammeln. Meine lieben Sportsfreunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere. Kommentar würde mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass wenn es hier aus der Fichtal Version 2 weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich noch bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst es mal. Mein Leitspruch nicht Respekt, Kind vom Wort respektieren. In diesem Sinne bleibt mir gewogen und vor allem meinen Sportsfreunden, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.